Die GEMA vertritt ja die Interessen ihrer Mitglieder. Das haben schon viele YouTuber gespürt. Aber was sind eigentlich diese Interessen? Ist das wirklich im Sinne der Interpreten, wenn ihre Musik nicht oder nur sehr viel weniger auf YouTube gespielt wird? Wie muss so ein Musiker drauf sein, denn ich will, dass man seine Lieder hört? Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Künstlern, die ihre Werke vertreten sehen wollen. Zunächst mal, und eigentlich sollte man meinen, das wäre der größte Anteil der GEMA-Mitglieder, sind da Interpreten, die noch kein finanzielles Polster aufgebaut haben und die Verkaufseinbrüche wirklich hart treffen würde. Naja, und wenn ich sage hart treffen, dann meine ich, dass sie aufhören müssten, von ihrem Hobby zu leben und wieder anfangen müssten, arbeiten zu gehen. Wie jeder normale Mensch übrigens auch. Es gibt viele Musiker, die relativ kreative Sachen vorzuweisen haben. Von dem her glaube ich, dass sie sich auch so durchs Leben schlagen könnten und unterstelle ihnen einfach mal, dass ihnen dieses Licht auch schon selbst aufgegangen ist und von dem her auf diese Eventualität schon mehr oder weniger vorbereitet sein müssten. Es kann einen halt mal treffen und dann muss man einsehen, dass halt nicht jeder mit seinem Hobby seinen Lebensunterhalt erwirtschaften kann. Die zweite Kategorie sind Leute, die sich ebenfalls kein finanzielles Polster aufgebaut haben, es auch nie werden und so im Leben auf keinen grünen Zweig kämen. Das sind dann die Leute, deren Werke niemand haben möchte, selbst wenn er sie geschenkt und noch Geld obendrauf bekäme. Es mag eine Fehlinterpretation meinerseits sein, aber ich habe so das Gefühl, das sind die Leute, die sich am lautesten und vehementesten beklagen. Und deren Plattenfirmen sind es auch, die große Kanzleien beauftragen. Zu guter Letzt gibt es ja noch die Interpreten, die aus der Sache keine große Nummer machen, weil sie es auch gar nicht nötig haben. Das neue Die Ärzte-Album kommt am 13. April raus. Bereits seit Tagen kann man die kompletten dort enthaltenen Musikstücke auf ihrem YouTube-Kanal anhören. Warum tun die das? Weil sie wissen, dass keiner mehr Musik kauft? Nein. Weil sie so nette Menschen sind? Vielleicht. Weil sie es als erfolgs- und sympathiefördernd erachten, wenn man die Karten auf den Tisch legt und nicht versucht, seine Hörer abzuzocken? Wohl ja. Denkt da mal drüber nach. Das sind nur ein paar Gedanken von mir zu der Sache, auch wenn ich nicht denke, dass die irgendwas anstoßen. Nicht, dass ich einen Großteil der Musik von Leuten, die in der GEMA sind, hören würde, aber vielleicht sollte man sich bei der Vertretung ihrer Werke einmal ein paar Gedanken machen. Wäre das nicht eine Idee? Die Ein-Mann-Metall-Armee!